Oh, eine Zuflucht. Eine Erdspalte. Eine Erdspalte als Zuflucht. Ich fasse es nicht. Also wie mir scheint, bin ich noch nicht gut genug ausgerüstet für so eine Exkursion. Dafür ist meine Rüstung noch zu schwach. Und wahrscheinlich auch noch die anderen Werkzeuge und Waffen. Ohne meinem atlantischen Schwert würde ich keine Sonne sehen. Sturm lässt nach, er zieht vorüber. So, es wird wieder hell. Dann werden wir mal aus unserem Erdloch wieder herauskriechen. So. Das ist das Gebiet der Schwarzen Hand hier. Todesflüsterruinen. Beziehungsweise Todflüsterruinen. Todflüsterruinen. Ich habe keine Schnitte. Ui! Okay, okay, mate.
ist immer noch der eine. Bleibt sitzen. Na, ich hab ihn. Oh, noch einer kommt irgendwo. Ist keiner zu sehen. Was haben wir hier in der Kiste? Ja, nichts zu essen. Nichts zum Regenerieren. Das trinken wir mal hier. Aufwärmen und regeneriert sich, okay. Oh, die kommen alle wieder. Und eine Spinne. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg.
sieht nicht gut für uns aus, woll? Okay, aber wir sind wieder am Wasser. Ein paar Ien, okay. So, ich würde sagen, wir begeben uns langsam wieder auf den Heimweg zu unserer Base. Dann noch ein ganz schönes Stück vor uns. Tja, nichts zu essen mehr mit dabei. Und zum Kämpfen bin ich zu schwach. Ja, mal schauen, vielleicht kann ich ein paar Eier klauen. Der Eierdieb. Platz. Die kämpfen gegen ein Krokodil. Da kann ich die Eier klauen. Da sind sie abgelenkt. Wieder was von mir. Kommt er schon wieder?
Ziehe ich meine Rüstung aus, bin ich überlastet. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Ja. Okay, da ist wieder ein Lager. So, und da... Ups! Da führt wohl ein Seitenarm des Flusses entlang. Überlastet. Schön dicht am Wasser bleiben. Hm.
Da sind die Wächter wieder. Ich bin bald zu Hause. Weg. Ich sehe keinen Gegner. Die Sonne geht unter, es wird dunkel. Thank you.
ein Ei beim Vorbeigehen. Ah, der ist aber hartnäckig. So, das ist mein Haus. Bis hierher. So, Leute. Wir haben es geschafft. Also ich bin echt froh, wieder zu Hause zu sein. Wieder an der Base zu sein. Es war also wirklich ein harter, abenteuerlicher Trip. Die Erkundung diesseits des Flusses. So, es wird dunkel. Ich muss erstmal zu Craften kommen. Zu Craften. Ja, einmal muss ich hier wieder ein paar Gegenstände craften. Ausprobieren, was ich mit den ganzen Errungenschaften anstellen kann. Und auch zu Kräften. Ja, zu Kräften muss ich auch kommen. Es wird dunkel. Wir haben die Base erreicht. Und ich denke, das ist genau der richtige Zeitpunkt für einen Abschluss für diesen Part, für diese Episode. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen im hyporischen Zeitalter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und lasst euch nicht wegschnappen.